von dem Clemens Meyer. Im Stein habe ich gelesen, also diesen großen Roman über Prostitution in den neuen Bundesländern. Ich finde es sehr gut. Ich kriege natürlich auch alles mit, dass dir jetzt so gesagt wird, er romantisiert dieses Milieu und das ist eine Lobpreisung des Milieus, sehe ich überhaupt nicht. Ich finde es ein sehr realistisches und ja, wo ich spüre und lese, wie viel Arbeit auch dahinter steckt, und von daher weiß ich das sehr zu schätzen. Wir über die Jahrzehnte eben auch diese Geschichte der Prostitution und der Leute, die dahinter stehen, in Leipzig und Umgebung, wie er die beschrieben hat. Also ich finde es sehr, auch von der Sprache her, sehr eindrücklich, weil er auch in Bezug auf Gespräche so ja, weitgehend so einen Originalton auch mit rübergebracht hat. Also ich finde es ein sehr gutes und wichtiges Buch und sehe das eigentlich auch so wie einige Rezensenten auch in so einer Nachfolge von dem, was der Hubert Fichte in den 60er und 70er Jahren hier in Hamburg gemacht hat, nämlich auch Interviews gemacht hat im Palais de Mur, d'Amour. Und auf dem Kiez mit Zuhältern und Prostituierten diese Gespräche geführt hat. Also für mich ist es sehr gut. Hat mich auch so reingezogen, dass ich diese 300 oder 400 Seiten, die es hat, ich glaube sogar über 400 Seiten, dass ich die wirklich so in einem Zug durchgelesen habe.